Irgendwo verklagt mich Kunden noch wegen dem Schaum mit V. So, okidoki. Lock game, das war. So. Ich wollte ihn gerade schon fragen, wann spawnen die denn? Ja, genau, heute ist das denn auch. Was? Wo denn? Alter, warum? Was kommt ihr denn nicht? Was ist denn los? Hallo? Alter Schwede, was war das denn gerade? Ich hoffe gerade, der hat mich gerade selber umgebracht. Wow. Das war so dumm. Dankeschön. Einer ist schon mal da. Diese scheiß Spektrum. Der Game ist so hart auf den Sack. Genau, bringen wir alle schön um. Ah, und der andere scheint sich selbst umgebracht zu haben. Wie ich schon sagte, die Viecher können relativ dumm sein. Ja, da ist er. Der hat sich selbst umgebracht. Wow. So, das ist jetzt eine schicke Falle. Müsst ihr aufpassen, dass das Ding offen ist. Ist jetzt natürlich zu. Wunderschön. Kacke. Nein, das da. Ah, Bullshit. Gut. Mann, du warst noch so jung. Aha, perfekt. Speichern. Und jetzt das Ding in die Hand nehmen und fahren. Oha. Seht ihr den? Ein fucking schwarzer. Schwarzer, wie heißt die denn jetzt? Pinky. Also sozusagen ein Blackie. Also Pink. Spaß und so. Ja, du bist damit, ne? Boah, Alter. Lern mal, wo dein Platz ist, Junge. Oh? Geht doch. Es ist deswegen immer erstmal versuchen rauszurennen, weil. Sobald sie die rote Karte einsammelt, kommen sie alle mit einmal aus allen Ecken. Ihr seht ja, wo jetzt überall diese Dinge aufgegangen sind. Das heißt also, ihr steht gnadenlos komplett unter Beschuss. Und gerade wenn man so wie ich jetzt gerade auf schwer spielt, dann ist das schon ganz schön schlecht. So, jetzt habe ich die rote Karte. Ja, bei okay, kann meine Maus nicht benutzen. Hier. Bei Project Brutality, der funktioniert das wieder mit den Karten. Keine Ahnung, warum das bei Brutal Doom nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich haben die jetzt bei der Version 21 irgendwas geändert. Also bei der Testversion, die ich benutze, irgendwas geändert. Was noch nicht so lange her ist. Und dementsprechend. Ach du Kacke. Nein! Diese Viecher, die sind scheiße. Haha. Oh, die sind aber auch scheiße. Bei denen wünscht man sich eine Super Shotgun zu haben. Ach komm, ganz ehrlich.
Echt mal. Nachladen nicht vergessen. Yay. Das ist nice. Und die ist echt stark, die Waffe. So, jetzt müssen wir hier runter. Danke. Achso, halt, ne? Erstmal hier. Perfekt. Oh, noch einer. Mann, ich wünschte, ich hätte endlich mal den Sentrygun, weil normalerweise könnte entweder die hier kommen oder der Sentrygun. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre der Sentrygun persönlich lieber. Weil die ist echt geil. Leider kommt die nicht. So eine Scheiße. Achso. Ja, wir müssen erstmal da rein. So. Wow. Ja, das mit diesen Decken klettern ist echt scheiße. Weil erstens können sie beliebig hoch springen, halt, also selbst wenn der Raum 50 Meter hoch ist, können sie praktisch einfach direkt in die Decke springen. Und fliegen damit praktisch außerhalb des Sichtfeldes. Und zweitens können sie sich damit extrem schnell bewegen. So, dann kann ich jetzt alles haben jedenfalls. Gut, dann... Seid ihr noch da? Oder sind beide noch da? So, da hinten hat sich jetzt ein Tor geöffnet. Also wie ihr seht, die Super Shotgun macht schon einen Unterschied aus. Ah, sind beide noch da. Da könnt ihr nicht schießen oder was? Sieht ja traurig aus, was ihr da macht. Und noch so viel? Mann, ich will den Sentrygun haben. Und nicht drei Lackaffen. So. Danke. Ah, Granaten. Ich habe zwar noch keinen Granatenwerfer, aber
Ah, c'est ballon de brigand. Ok, ça passe. So, jetzt geht's hier nicht weiter. Und die anderen beiden. Leute, die wird Disco. Gott. Kommt wieder vor, du hast Drogen. Ja, kommt mal her, geh weiter. Wow. So. Und jetzt geht's ab. Jetzt kommt nämlich ein der schwerer Raum. Das war der Lied von dir. War aber nicht gerade sehr gründlich, ha? So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich. Ah, scheiße. Komm zu mir, komm beide zu mir. Perfekt. So. Jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Wow. Habe ich eigentlich relativ gut überstanden, muss ich jetzt mal so sagen. Dafür, dass ich zwischendurch die Waffe wechseln musste. Naja. Was? Achso. So, das haben wir. Jetzt muss ich den Schalter auch noch drücken und jetzt kommt die nächste Falle. What? Ich habe die falsche Waffe. Warum ist das ein fucking Gegner? Boah, Alter. Digga, mein Rechner ist gerade sowas von am Burnen. Ja gut. Danke schön. So, jetzt geht ihr erstmal wieder auf Munitionssuche. Vor allen Dingen auf die Suche von meinem dritten Kollegen.
der hier irgendwie noch fehlt. Also hier ist jetzt, hier haben wir jetzt einen. Ja, ach, da ist er. Gut, na dann, packen wir mal beide. Beide da? Gut. So, genau. Und hier ist der dritte. Alter, der stockert. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil die ganzen Nickels hier rumliegen, aber die kann man deaktivieren, weil diese Waffen, die hier rumliegen, diese Munition, die verbraucht echt viel Rechenleistung. Und deswegen... Achso, Quatsch, naja, was mach ich denn da? Das da. Dasselbe Screen-Teile, wie viel brauchen wir nicht? Dasselbe Weapon-Swap brauchen wir auch nicht. Dasselbe Screen-Splash-Effekt, dasselbe Screen-Pain-Effekt, Blood Command brauchen wir auch alles nicht. Und Blut, Label. Ah! Okay, da unten ist noch eine Funktion. Das hier, Max Bullet Janitor, das heißt also, das ist genau das, was ich suche, dass diese Dinger, und wenn ich Magazine auswechsle, dann lasse ich ja praktisch leere Magazine auch immer fallen. Und die bleiben natürlich auch in meiner Map. Und wenn ich das hier aktiviere, was ich jetzt mache, sobald ich hier auf 256 runter bin, ja, das machen wir auch mal. Achso, viel Geld besser, gut. Jetzt verschwinden sie nach einer Weile. Das mache ich auch noch an. Damit verschwinden auch diese toten Körper. Jetzt sollte es also wesentlich performanter laufen. Ab der nächsten Map. Ich hoffe es doch. Das wäre mir nämlich eine ganz schöne Freude. Ah, wir haben drei Leute. Und keine Sentry Gun. Mann, ich will eine Sentry Gun. Und ich habe nicht nachgeladen. Ach Gott. Okay. Gut. Ein Raumschau mit V.